Können Sie mir Beispiele nennen von öffentlicher Kunst in Graz, die einerseits besonders gut oder erfolgreich war und andererseits gefloppt ist? Also negative? Ja, ich kann also auch in die Vergangenheit ein bisschen zurückgreifen. Das ist nämlich alles noch sichtbar. Zum Beispiel war ein sehr spannendes Beispiel dieses Brunnenwerk im Stadtpark, also von den Grazern als rostiger Nagel bezeichnet, wo ein internationaler Künstler, Serge Spitzer, einfach auf diesen Brunnen Bezug genommen hat, also auf die mittlere Scheibe dieses Brunnens, und versucht hat, diesen Teil, diesen Architekturteil zu isolieren, umzudrehen, schräg zu stellen, um sozusagen ein Aufmerksamkeitsbild, also einen Kontrast zu diesem sehr historistischen Brunnen herzustellen. Und das ist sozusagen an das Herz vieler Grazerinnen und Grazer gegangen. Sie haben von einer Verschandelung des Stadtparkbrunnens geredet. Man hat Aktionen ausgeschrieben und so quasi auch Preisgeld ausgeschrieben. Wer das umsägen kann, der bekommt also Geld. Das ist durch alle Zeitungen gegangen. Und in der Zwischenzeit ist das längst akzeptiert. Das Lichtschwert, ein ähnliches Beispiel von Hartmut Skerwischen in der Oper, wurde zuerst also wirklich verdammt und kritisiert und ist heute ein fixer Bestandteil jedes Werbeprospekts über die Stadt Graz. Also temporäre Werke, die dann auch zu permanenten Werken werden. Was ich zum Beispiel als Flop gesehen habe in der letzten Zeit, das war im Jahr 2003, diese Concrete Art hat das geheißen, das waren, ich weiß es nicht mehr auswendig, vielleicht 8 oder 12 Positionen von sehr bekannten Künstlern und Künstlerinnen, die irgendwo in Graz verteilt worden sind. Eben da fehlt diese Auseinandersetzung mit dem Raum, da fehlte sie. Man hat es irgendwo bei der Schlossbergbahn unten bei der Haltestelle abgeladen, man hat es irgendwo am Südtiroler Platz hingelegt oder in der Griesgasse. Oder am Platz vor dem Minoritenkloster, Marie-Hilfer-Kirche, wo man dann die Skulptur auch mit, sage ich, Bierkisten und dergleichen vorgestellt hat, weil am Jazz-Sommer war. Also das sind so diese Dinge, wo man einfach sieht, dass diese Kunst im öffentlichen Raum eigentlich aus Prestige- oder Repräsentationsgründen hergestellt wird, aber dann nicht mehr entsprechende Wertung erfährt. Also dass man kann eine Skulptur nicht mit Bierkisten zustellen oder anderen Utensilien. Nicht? Also da schätzt man das zu wenig. Das ist eine Missachtung eigentlich des Künstlerischen. Was denken Sie, in welche Richtung wird sich die öffentliche Kunst in Graz entwickeln? Was sind die aktuellen Tendenzen? Sie wird sich und hat sich schon sehr deutlich entwickelt, nämlich weg von sehr konkreten, von sehr pompösen Installationen. Ich glaube, das Jahr 2003 hat auch diesen Wendepunkt eingeleitet und sehr deutlich gemacht. Es wird wahrscheinlich und macht auch keinen Sinn aus meiner Sicht keinen Uhrturmschatten mehr geben, keinen Marienlift, sondern diese Kunst im öffentlichen Raum, und das zeigen die Künstlerinnen und Künstler ja vor, schleicht sich mehr oder weniger in diesen Stadtraum ein. Sie manifestiert sich, sie kristallisiert sich an bestimmten Punkten, aber sie muss nicht auch so pompös wie das Lichtschwert in Zukunft in dieses Stadtensemble hineingesetzt werden, sondern eher eben, wie soll ich sagen, überraschend wo auftauchen. Also infiltrierend könnte man es nennen. Und das kann im Wirtschaftsbereich genauso sein wie im politischen Bereich. Das kann natürlich aber auch, wird es das eine oder andere Mal auch eine Arbeit zum Erinnern, zum Gedenken geben. Es ist daran gedacht, dass im heurigen Jahr noch im Bereich der Grazer Burg, also der Opfer des Nationalsozialismus, durch Missbrauch der Macht zu gedenken. Und das wird ein sehr großer internationaler berühmter Künstler sein, vermutlich. Also nämlich Jochen Gerz, der dieses Werk schaffen wird und auch ein Werk wieder schaffen wird. Und da sind wir wieder, weil Sie sagen, wohin geht das oder fragen, da sind wir dabei, das wird kein Denkmal sein, das man einmal sieht und an dem man vorbeigeht in der Zukunft, sondern er wird bei diesem
sage mal, Gedenkobjekt oder bei diesem sich entwickelnden Gedenkobjekt die ganze Bevölkerung ganz deutlich einbeziehen. Es wird Fragen, es wird Antworten geben, sodass das also wirklich auch lebendig gehalten wird und man nicht als Alibi irgendeine Säule, eine Skulptur oder etwas hinstellt und sagt, wir haben unsere Pflicht getan in diesem Jahr 2008 und das war's. Was denken Sie über Graffiti-Kunst, die man jetzt in den Grazer Straßen vermehrt? Findet, ist das eine neue Tendenz in der öffentlichen Kunst? Ja, also ich würde Graffiti-Kunst einfach als ein Symptom einer gewissen Zeit, das reicht ja schon längere Jahre zurück, wie wir wissen, bezeichnen. Ich würde diese Graffiti-Kunst jetzt nicht, ich glaube, es wäre falsch, diese Graffiti-Kunst sozusagen zu fördern, indem man es erstens komplett legalisiert und quasi noch mit Subventionen ausstattet. Das ist nicht Graffiti-Kunst. Graffiti-Kunst ist dieser unangemeldete Eingriff an eine bestimmte Substanz oder in eine bestimmte Substanz, an die Wände meistens, natürlich an Orten, wo es auch manchen Denkmalpfleger oder auch manchen Bürger wehtut, weil es ja nicht immer nur also eine, ja, abgestimmt auf das vorhandene Bauwerk eine Verzierung ist oder ein Schönreden dieser Fassade, sondern es sind ja auch Eingriffe, die ja auch politischen Ursprungs oft sind oder politischen Charakter haben. Und ich bin also der Meinung, das ist überhaupt kein Problem, wenn das in Graz so wie in anderen Städten auftaucht. Ich glaube nur nicht, man soll es nicht zu einer legalisierten Thematik machen, weil dann verliert es einen großen Teil des Reizes, diese Kunst, die sich ja irgendwie manifestiert und am Abend, in der Nacht eigentlich meistens hergestellt wird und am nächsten Tag plötzlich da ist. Wenn ich da hier jetzt einen eigenen Referat für Graffiti-Kunst in der Stadtpolitik einrichten würde, hätte ich das für komplett verfehlt.